Mein Bruder meinte. Penelope, Grüße gehen raus. Danke dir auf jeden Fall für den Tipp. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo ich hier genau bin. Wie? Savini-Platz. Savini-Platz, so, danke schön. So, jetzt, ihr habt es gesehen, veganer Burger. Ich bin echt gespannt hier bei Wieden, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Tut mir auf jeden Fall leid. 11 Euro hat das Ganze gekostet, zusammen mit einer Cola Light. Ganz wichtig. Und jetzt beißen wir mal rein. Ich bin ehrlich, ich habe richtig Hunger. Also, voll geht. Also, wir haben hier drin ein Patty, Tomate, Käse, ganz normal Cheddar oder sowas. Auf jeden Fall rein da, noch Salat natürlich. Das ist richtig weich. Ich bin gespannt. Alter, das fällt schon alles auseinander. Nochmal. Bewertung gibt man erst nach dem zweiten Biss. Man muss sagen, das fällt zwar auseinander und sowas, aber es schmeckt wirklich richtig, richtig geil. Die Soße, ich weiß nicht, was für eine Soße ist. Ich glaube, die haben so eine Special-Soße. Schmeckt richtig geil. Könnt ihr mal vorbeischauen am Wall of Berlin. Jetzt da, rein da. Also jetzt geht's erstmal zum Fit One. Ich glaube, ein paar kleine Einschnitte könnt ihr sehen. Das Wetter ist absolut geil. Cool, also wirklich. Leg Day plus Arme werden geballert. Let's go. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch-up. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. Ihr denkt sicherlich gerade, ihr seid auf YouTube. Falsch, ihr seid auf Netflix. Burak allein in Berlin, let's go. But somehow I just stay up. So, Tag 1 neigt sich dem Ende zu, ohne Witz, es war ein richtig geiler Tag. Ich habe 25.000 Schritte oder sowas, ich habe bis jetzt nur knapp über 1.000 Kalorien gegessen. Jetzt muss noch reingehauen werden. Ich habe für das Ganze, ihr habt ja gesehen, wo ich es gekauft habe, 11 Euro bezahlt, schaut mal. Hier erstmal, das ist so Hackfleischspieß, Adana, dann Reis, schön Salat, paar Soßen. Hier, das ist Lahmacun, das ist irgendwie türkische Pizza oder so, also das ist auch so Brot sozusagen mit Hackfleisch. Ich hau mir später noch irgendwie ein Porridge oder irgendwas rein, weil ich brauche halt wirklich viele Kalorien. Ich habe heute 4000 oder so verbraucht. Aber jetzt wird erstmal reingehauen. Ja, das geht fit. Die Konsistenz ist jetzt nicht so wild. Aber das geht. Man muss aber auch fairerweise sagen, ich war ja noch unterwegs nach Hause und da ist das Ganze ein bisschen kalt geworden. Reis? Top. Aber jetzt das Allerwichtigste. Lahmacun. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr es noch nicht probiert habt, dann probiert es. Das ist wirklich geil. Schmeckt geil. Dann werden wir uns reinhauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Tag. Tag 2, Folge 1 von Burak allein in Berlin. Ich hab's einfach geschafft, ey, ich wurde einfach erkannt im Mediamarkt. Ich wollte mir so eine Powerbank kaufen, weil jetzt gehe ich ab ins Goldschirm, das seht ihr im nächsten Video. Und ich bin den ganzen Tag unterwegs, ich brauche auf jeden Fall einen Akku für mein Handy. Und der Security-Typ, der hat mich so aufgehalten, er so, ey, warte mal. Ich dachte mir so, ach du Scheiße, jetzt geht's ab. Und der meinte einfach, du bist doch der von TikTok, geil auf jeden Fall. TikTok kann ich einblenden und jetzt gehe ich ins Goldschirm, aber das seht ihr wie gesagt im nächsten Video. Nur mal, damit ihr Bescheid wisst, man braucht eine Drehgenehmigung. Die geben die nicht aus. Das heißt, YouTube-Video zu Goldschirm gibt es nicht. Das heißt, Insta-Stories auch nicht. Ich werde jetzt hier nicht trainieren und nichts filmen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt trainiere. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehe. Ey, ohne Witz, fuck. So, ihr habt es gesehen, wunderschöne Zimtschnecken hatten die da mit voll vielen Sachen. Ich habe das ganz normal genommen, Cinnamon, also ganz normale Zimtschnecke wahrscheinlich. Penelope, Grüße gehen raus, danke dir auf jeden Fall für den Tipp. Zeit für Brot heißt das Ganze hier, es gibt irgendwie insgesamt 5 verschiedene, hallo. Es gibt insgesamt 5 verschiedene in Berlin, aber ich bin hier, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo ich hier genau bin, aber Google Maps hat mich hergebracht, auf jeden Fall. Wie? Savini-Platz. Savini-Platz, so, danke schön. Wie? Savini-Platz, so, danke schön.
Auf jeden Fall, so sieht das Ganze aus. Ihr habt es ja in den Aufnahmen schon gesehen. Aber hier nochmal. Ich hab Bock. Das riecht schon mal richtig geil. Das sieht richtig fluffig aus. Also ohne Witz. Ich habe 3,30 Euro dafür bezahlt. Wenn das Ganze sich nicht lohnt, dann beschwere ich mich. Unten sieht das so aus. Das ist auch so ein bisschen klebrig wegen dem Cinnamon. Boah, ohne Witz. Ich werde das so reinbeißen. Und ihr werdet mir zusehen. Der war links. Wartet. Wer hat hier schon die ganze Zeit angeschaut? Ich sag's euch, wie es ist. Das schmeckt so geistesgestört geil. Jetzt Bescheid, ich liebe Zimt. In meinem Porridge ist immer Zimt sein Vater drin. Falls ihr auch Zimt liebt oder Zimtschneck oder so, das kommt hier auf jeden Fall mal hin. Also ohne Witz. Das sieht nicht nur geil aus, das schmeckt auch geil. Klare Empfehlung, aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Video. By my face, hey, don't got time to waste, yeah. I don't need permission, I'ma do it all today, yeah. They just can't believe it, man, that's all they gone. Es ist Freitag und cool. Es ist Freitag und jetzt stehe ich vor dem McFit und jetzt wird geil trainiert. Guck mal, ich fühle mal. Bitte? Fühle mal mehr. Guck, genau, genau. Und aus dieser Spannung, genau. Schön. Jetzt zeige ich dir mal, wie man es richtig macht. Hier, Vorspann. Du spürst hier schon wieder, dass es hier spannend ist, ja? Burak meinte, ich soll eine Story machen und mal so schön zeigen, wie die hintere Schulter hier zum Vorschein kommt. Genau das machen wir jetzt. Vernachlässigt niemals eure hintere Schulter. Drücke, drücke, drücke! Macht er gut. Sieht besser aus als eine Seite eben. Und dann wieder oben bewusst anspannen und relativ kontrolliert wieder runterlassen. Komm mal, Burak. Schub. Jawohl, jede Video neu aus der Ruhe. Wie bei einem Deadlift. Und Schub. Die war besser, jawohl, ja, super, gut. Wollen wir synchron? Warte, gleiche Geschwindigkeit. Okay. Spann. 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1. Mehr gibt's nicht. Schade. Mehr gibt's nicht. War das einfach geil. Wahrscheinlich fragen sich einige von euch, wie ist es zustande gekommen, dass ich mit Johannes trainiert habe. Checkt auf jeden Fall mein Insta, blend hier nochmal ein. Und mein TikTok, da werde ich alles erklären, beziehungsweise habe ich schon erklärt. Ansonsten sage ich danke fürs Zusehen. Ich bin in 4 Wochen ungefähr nochmal in Berlin. Für 10 Tage diesmal und das wird geisteskrank geil. By the way, die Szenen und so weiter. Johannes wollte sogar, dass ich alles aufnehme, einblende und so weiter. Ich dachte mir, ich will ihn eigentlich nicht ausnutzen. Und er will einfach, dass ich ihn ausnutze. Und das ist einfach unglaublich, wie er einfach die kleinen Leute supportet. Auf jeden Fall, wie gesagt, checkt mein TikTok und checkt mein Insta ab. Ich habe dort vergessen, ein Outro aufzunehmen, deshalb mache ich das jetzt von zu Hause. Aber jetzt noch mal ganz kurz.
Vom 12. bis zum 19.03. sind die ESN Days am Start, das heißt bis zu 60% Rabatt. Ich blende euch hier mal ein, was es alles gibt. Und ihr wisst Bescheid, mit meinem Code Burak könnt ihr bei ESN.com immer maximal sparen und mich wirklich fett supporten. Falls ihr Fragen habt zu irgendwelchen Produkten, schaut auf jeden Fall bei meinem Insta vorbei. Schreibt mir eine DM. Isoclearcamp, by the way, auch nochmal wieder. Und schaut euch auf jeden Fall meine Highlights am besten an. Danke für euren Support, danke, dass ihr am Start wart. Vielen Dank fürs Zusehen und die nächsten Videos werden absolut krank. Checkt mein Insta ab für geisteskranken Content. Und jetzt, ja, würde ich sagen, haut rein!